finde, das klingt gemeingefährlich, Thomas. Weißt du? Ja. Ein Schelm, wer Böses denkt. Ich habe gestaunt, dass ich den ganzen Weg durchgehebt habe mit barfuß. Ich auch. Und ja, also mir ist dann auch schon ein bisschen unwohl in diesem tiefen Moor. Weiß man nie so, was sitzt da alles drunter, oder? Schnappt da irgendetwas zu von unten? Das muss man auch mal ein bisschen ausblenden, auf jeden Fall ich. Du nicht? Nein, da habe ich keine Angst gehabt. Das kann ich also gar nicht gern so tief. Heute starten wir zu Urnäsch. Im Rekka-Feriendorf werden wir von neugierigen Vierbeinern begrüßt. Und da hat jemand offenbar gerade seine grosse Liebe gefunden. Ihr seid aber anhänglich hier. Nicht jeder ist eben ein Geissenflüsterer. Trotz dieser schönen Begrüßung müssen wir los. Es geht mitten durchs Dorf durch. Der Nebel sitzt noch immer tief. Zurnäsch ist noch der Vorhang gezogen. Es ist alles grau in grau. Ja, aber es tut auf. Es gibt einen richtig schönen Herbsttag. Wir laufen in Richtung Oberfeld und Weissbühl, scheinbar fast allein. Nur ab und zu fühlen wir uns ein bisschen beobachtet. Und dann erleben wir eine unerwartete Überraschung. Wo gibt es das noch, dass man ohne Barriere über die Bahngleise kann? Das Urnäsch. Ja, schau jetzt, aber die Töne tut es. Jetzt kommt irgendwo ein Zug. Schnell rüber. Nochmal einen letzten Blick zurück nach Urnäsch, bevor es dann weitergeht in Richtung Jakobsbad. Das ist unser nächstes grösseres Ziel. Dazwischen müssen wir noch einige nette Hindernisse überwinden. Bitte schön. Danke. Da kann man sich als Wandergentleman kann man sich da beweisen. Ich schätze das natürlich sehr. Wir sind auf einem Wanderweg, der auch unter dem Namen Jerusalemweg bekannt ist. Da treffen wir immer wieder auf Tafeln mit guten Lebensratschlägen. Zum Beispiel, wie man Schwäche in Stärke wandelt oder Angst in Mut. Der Wald, den wir da durchlaufen, heisst sinnigerweise Röhrenwald. Das passt. Wir sind fasziniert von dieser Röhrenwaldkunst. Noch immer haben wir die Wanderschuhe an, aber wir wissen, kurz nach Jakobsbad werden wir die ausziehen, Temperatur hin oder her. Schließlich ist das ja ein offizieller Barfußweg. Das halten wir auch filmisch fest. Es filmt! Und dann geht's los. Socken runter, Augen zu und auf in das ein bisschen kalte, aber genussvolle Abenteuer. Oh. Ja, ist also frisch. Thomas hat recht. Jetzt hast du die Hosen aufgeschnallt. Das ist wahrscheinlich schlau. Ha? Ja, damit man die schönen Wedli ansieht. Ja, die Trainierten. Thomas, der Schlaumeier, will das Barfußlaufen aber etwas anders verstehen. I tried to leave you once. Ich bin barfuß. Mit dem Flip-Flop. I don't believe it's wrong, even ich bin barfuß. Aber wie es eben so ist, es gibt kein Abenteuer ohne Mut und Überwindung. Und so laufen wir schon gleich zusammen durch den Barfußweg. Und das machen wir auch noch genussvoll. I wanna squeeze your sugar till you tell me that you just can't stand. Zwischendrin ladet Bach offiziell zum Kneippfußbad ein. Nach dieser eiskalten Abkühlung wird es nachher richtig warm um die Füße.
if you didn't exist. My mind is a gymnastics track to invent you. And on Sunday morning I pump my fist and thank the Lord. Thomas, wie findest du es bis jetzt? Genial. Ich habe nicht mal kalte Füße. Nach 40 Minuten Barfußlaufen und der Kneipeinlagen habe ich das Gefühl, dass man die Kälte an den Fußsohlen gar nichts mehr ausmacht. Wirklich, also man kann barfuß laufen, auch ganz normale Wege entlang. Und ich frage mich eigentlich gerade, warum man das nicht öfters macht. Der Thomas zeigt uns jetzt, wie man richtig gut durch den Dreck geht. Zum Schluss wartet ein Wasserschlauch für den Waschservice von uns. Yes. I don't believe it's wrong, even though I can't explain. Well, you know, I just couldn't. My love is strong, you know, I can't restrain it. Nachdem wieder alles im Trocknen ist, geht es in grossen Schritten Richtung Appenzell. So langsam neigt sich der Tag am Ende zu und der Nebel wird dicker. Der Barfußweg wird uns aber in guter Erinnerung bleiben und auch die Erfahrung, dass es eigentlich ganz gut und machbar ist, wenn man die Schuhe zwischendurch einmal abzieht und den Füßen ein bisschen frisches Gras, Tau und Erde gönnt.